Eine Knotenfolge ist einfach eine Auflistung. Ist einfach eine Auflistung einiger Knoten des Graphen, beispielsweise V0, V1, V5, V7. Ja, ich habe jetzt bewusst hier den Knoten V5 gewählt, weil bei einer Knotenfolge nicht notwendigerweise die Knoten miteinander verbunden sein müssen. Wenn dies der Fall ist, dann spricht man von einem Pfad oder auch von einem Weg. Es wird beides verwendet. Ja, das ist eine Knotenfolge jeweils adjazenter Knoten. Ja, zum Beispiel die Folge V0, V1, V3, V6. Also diese Folge V1, V3, V6. Das ist eine Knotenfolge oder ein Weg im Graph, der vom Knoten V0 zum Knoten V6 führt. Man redet von einem einfachen Weg, ja, wenn kein Knoten auf dem Weg mehrfach vorkommt. In dem hier gewählten Beispiel, die Folge oder der Weg von V0 zu V6 ist ein Beispiel für einen einfachen Weg. Ein Kreis oder auch häufig Zyklus genannt. Das ist ein Weg im Graphen G, der in ein und demselben Knoten beginnt und auch endet. Ja, beispielsweise wäre folgender Weg ein Kreis von V0 zu V1, zu V3, zu V4, zu V2 und zurück zu V1. Man sagt dazu auch geschlossener Pfad. Auch möglich, es ist auch ein geschlossener Pfad. Und analog zur Begrifflichkeit des Weges spricht man auch von einem einfachen Kreis, wenn kein Knoten mit Ausnahme des Startknotens mehrfach vorkommt. Das Beispiel, was ich hier oben angegeben habe, V0, V1, V3, V4, V2 und wieder zurück zu V0, ist ein Beispiel für einen einfachen Weg oder einen einfachen Kreis.